Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, wie ihr jedes Schlafschaf ganz einfach davon überzeugen könnt, dass die alternative Position zu Klima, Corona, Russland, Trump oder was auch immer, dass es die wahrhaftige Position ist und dass die Altmedien, die Altparteien und sonst wer, dass sie täuschen und lügen. Ihr kennt vielleicht alle das Problem. Ihr trefft irgendjemanden beim Spazierengehen oder sonst wo. Ihr unterhaltet euch, ihr kommt auf die Politik zu sprechen. Und jetzt möchtet ihr die Leute überzeugen, sie warnen. Guckt, die Altmedien, die etablierten Medien, sie sind unwahrhaftig, sie täuschen. Sie enthalten euch ganz viele Informationen vor. Und dann sagen die anderen, oder ihr denkt, dass die anderen sich jetzt denken, ja, warum denn? Warum sollen die denn lügen? Warum sollen die denn täuschen? Wir haben doch hier alle Länder der Welt und die machen das so und so und die Wissenschaftler, die einen Wissenschaftler sagen das eine, die anderen Wissenschaftler sagen das andere. Warum soll denn jetzt die Regierung sowas Dummes machen? Und wenn jetzt eure Meinung, sie ist doch wahrscheinlich Blödsinn, wenn keiner darauf hört. Und jetzt könnt ihr ganz einfach sagen, wir haben hier die und die Position. Das sind entweder renommierte Wissenschaftler oder relevante Gruppen. Diese Gruppen werden systematisch aus dem Diskurs ausgeschlossen. Wenn jetzt diese Gruppen die schlechte Argumente hätten, dann wäre es doch ganz einfach für die Altparteien oder für die Altmedien, sich hinzusetzen und sich mit dem Argument auseinanderzusetzen. Und zu sagen, wir haben hier das Argument, das ist aus dem und dem Grund Blödsinn. Wir haben dies und jenes, oder wir laden die Leute ein und dann können wir sie ganz einfach stellen. Das ist ja auch immer, haben ja auch die Altparteien immer gesagt, ja, wir stellen die AfD, wir müssen die AfD inhaltlich stellen. Nur haben sie es nie gemacht. Und hier sehen wir auch bei den Trump-Anhängern, hier wird immer gesagt, sie haben nichts vorzuweisen, aber nie wird sich mit den Argumenten auseinandergesetzt. Und somit liefern die Leute, die Altmedien selbst den Beweis, das beste Argument dafür, dass sie täuschen. Man kann jetzt den Leuten nur sagen, muss den Leuten nur sagen, wir haben ja die und die Position. Es bringt auch gar nichts, wir müssen uns auch gar nicht festlegen. Darum geht es ja auch gar nicht in Wahrheit. Es geht ja darum, dass wir mit den Medien einen Faschisten haben, ein Problem haben. Dass die Demokratie in Gefahr ist, Rechtsstaatlichkeit in Gefahr ist, dass Leute stigmatisiert werden. Das ist ja das eigentliche Problem. Das äußert sich dann vielleicht darin, dass Corona instrumentalisiert wird. Aber der Kern des Problems ist ja die Täuschung von den Medien. Wenn die Medien nicht täuschen würden, wenn sie ausgewogen die Position wiedergeben würden von Parteien, dann hätten wir das Problem nicht. Das heißt, wir selber beziehen gar nicht Position in dem Gespräch, sondern wir sagen, es gibt hier die und die Wissenschaftler, die sagen dies und jenes. Die werden komplett aus dem Diskurs ausgeschlossen und werden verächtlich gemacht, statt dass ihre Argumente widerlegt werden. Was bedeutet das? Wenn den Argumenten aus dem Weg gegangen wird, das heißt dann ganz einfach, die anderen haben keine Argumente dagegen. Beim Klima seit 2000 nicht, da werden ja die wahren Klimakritiker, wurden ja komplett ignoriert, ihre Argumente. Man kann einfach die Argumente aufzählen, mit Hockeyschlägerkurve, widerlegtem Treibhauseffekt im Treibhaus, Gerlich, die Arbeit, die er publiziert hat in einem Physik-Journal mit Peer-Review-Verfahren. Und ich bin ja gar kein Experte, da wissen andere noch viel mehr darüber. Man sagt jetzt gar nicht, man ist jetzt der Meinung, sondern man bringt die Fakten und sagt, hier, da haben wir relevante Leute mit gewichtigen Argumenten. Die Leute werden aus dem Diskurs ausgeblendet. Sie wurden nie in eine Talkshow eingeladen. Wenn ihre Argumente schlecht wären, dann könnte man sie einfach widerlegen. Sie werden aber nicht widerlegt. Und damit haben wir schon den Beweis. Damit müssen wir gar keine Experten sein. Wir haben nicht das Problem, dass wir... Es wirkt ja ein bisschen merkwürdig, wenn man sagt, man hat jetzt die und die Position, man ist ganz fest davon überzeugt, aber man ist gar kein Experte in dem Gebiet. Man ist jetzt ja kein Klimaforscher oder kein Arzt. Dann wirkt es ja ein bisschen komisch, wenn man sagt, man ist jetzt fest davon überzeugt. Warum aber sind wir in Wahrheit fest überzeugt? Weil wir ja die Täuschung sehen, weil wir sehen, wie mit den Argumenten von diesen Leuten umgegangen wird. Ich persönlich interessiere mich für das beste Argument. Ich bin nicht festgelegt auf irgendeine Position.
Mir persönlich ist es wichtig, dass jeder seine Position vorbringen kann und dann entscheide ich mich für die Position, die mich am meisten überzeugt. Und warum sind wir denn alle von den alternativen Medien, von den Leuten dort überzeugt? Weil uns erstens die Argumente schlüssig erscheinen, aber dann ist es vor allen Dingen auch der Umgang der anderen mit den Argumenten, der eigentlich uns zeigt, dass sie falsch sind, weil sie ja der Konfrontation aus dem Weg gehen. Das Gleiche wirkt dann auch auf jeden anderen überzeugend. Damit kann man natürlich auch auf Flugblättern argumentieren. Das war eigentlich auch der Gewinn von den Demonstrationen im August. Den Leuten damals wurde die Maske runtergerissen. Mit den Faktenfinder, überhaupt mit ihrem Umgang mit den Demonstranten, haben sie ihr wahres Gesicht gezeigt. Und jetzt müssen wir ihr wahres Gesicht, das sie uns gezeigt haben, müssen wir jetzt nur noch den ganzen Leuten zeigen. Und dann sind sie chancenlos. Wenn wir uns mit genug Leuten unterhalten, ihnen Flugblätter verteilen, haben sie keine Chance. Ich habe jetzt auch im Tagesspiegel schon zufällig gelesen, dass anscheinend schon Flugblätter verteilt werden und sie jetzt probieren, diese Flugblätter madig zu machen. Sozusagen, dass wir mit den Flugblättern in ihren Frame reinrennen, in den Verschwörer-Frame. Das nutzt ihnen aber nichts. Wenn die Flugblätter so gestaltet sind, dass jede Information nachprüfbar ist für die Leute und man dann auch gleich den Leuten sagt, ja, die Medien wollen uns schlecht reden, die Medien setzen sich mit unserem Argument nicht auseinander, dann laufen die Medien, die die Flugblätter schlecht machen, in den Frame rein, dass sie eben täuschen und das unten halten wollen. Im Moment wirkt die Lage aussichtslos. Aber sie ist es nicht. Wenn wir geduldig bleiben, am Ball bleiben, unsere Trümpfe ausspielen, dann haben sie keine Chance. Sie können gegen Briefkastenflugblätter nichts machen. Es muss nur überzeugend argumentiert werden. Und vor allen Dingen müssen die Medien in den Blickpunkt gerückt werden, in den Mittelpunkt gerückt werden. Von allem. Wenn ihre Täuschung auffliegt, dann vor den Leuten, dann ist ihre ganze Macht oder vor allen Dingen die Macht der Leute, die dahinter stehen, ist vorbei. Mit einem Schlag. Mit einem Schlag haben wir unsere Demokratie vollständig zurück und die Leute haben nichts mehr. Deswegen probieren sie uns jetzt ja natürlich auch fertig zu machen, weil sie das wissen. Aber wir bleiben jetzt am Ball und wir kriegen das Problem gelöst. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe. Ich würde so gern sehr viel mehr Videos machen, aber leider stehen jetzt andere Dinge bei mir im Vordergrund, sodass ich nur noch sporadisch Videos machen kann, leider. Macht's gut.